So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute möchte ich was vergleichen. Und zwar eine etwas mehr Standardvariante und eine ultra pornöse High-End-Variante. Deswegen fackeln wir gar nicht lange und ich zeige euch die beiden Schmuckstückchen einmal. Und zwar haben wir einmal den Challenger RT 5,7 Liter Hemi und den Demon. Das sind die beiden Granatenautos. Ich fange mit dem Challenger RT an. Das ist der kleinste V8 in dem Sinne. 5,7 Liter Hubraum, 380 PS. Hat so eine Standardausstattung, nenne ich es jetzt einfach mal. Zeige ich euch mal eben von innen. Stoffsitze, das Lenkrad, das mittelgroße Display, das hatte ich euch in den anderen Videos schon gezeigt, dass es ja drei Display-Varianten gibt. Einmal das ganz kleine, was eigentlich kaum noch gebaut wird, dann das mittlere, das im Moment in den Standardmodellen sehr häufig verbaut wird, und dann das große Display, das zeige ich euch in dem Demon gleich. Also wie gesagt, Leistung unfassbar. 380 PS im kleinsten. Man muss sich halt vor Augen führen, wo die Messlatte anfängt. Also wir fangen bei 380 PS an. Das ist halt normalerweise schon oft oberste Kante. Und hier fangen wir an damit. Und dagegen der Demon mit über 800 PS. Der hat halt fast dreimal so viel. 6,2 Liter. Und einfach Hölle. Der normale RT hat die 20 Zöller drauf, vorne und hinten. Er hat 245, 45, 20 vorne und hinten drauf. Der Demon, das ist übrigens auch der Demon aus dem letzten Video, wo ich euch den schon mal vorgestellt habe. Der hat hinten ja 315er Reifen, also eigentlich sind es mehr ultra heftige Slicks. Das ist halt glatt wie ein Babypopo. 315er Reifen auf 18 Zoll, weil der natürlich diese Traktion irgendwie auf die Straße bringen muss, obwohl ich der Meinung bin, dass der seine volle Power nicht auf die Straße kriegt. Aber fürs Ego trotzdem schick. Der Innenraum beim Demon auch etwas anders. Das schicke SRT-Lenkrad, dann wie gesagt das große Display. Wir haben jetzt hier Leder-Alcantara-Kombination. Also der Demon ist halt jetzt von der Ausstattung so klassisch volle Hütte, wie man das so schön kennt. Dann, was natürlich immer wichtig ist, ist ja hier der rote Schlüssel. Den habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Beim schwarzen Schlüssel wird nicht die volle PS-Zahl bereitgestellt oder freigeschaltet wohl eher. Dafür muss man mit dem roten Schlüssel fahren. Und alle wollen halt immer mit dem roten Schlüssel fahren, weil es halt einfach geiler ist. Die Grundkarosse des Autos ist halt gleich geblieben. Das zeige ich euch vorne nochmal eben. Also ihr seht, grundsätzlich sehr ähnlich. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, der Challenger normal sieht halt so aus von vorne. Und der Demon hat halt diesen heftigen Breitbau da drauf. Und kommt halt dadurch auch wesentlich breiter rüber. Er ist natürlich auch breiter, aber das wirkt so massiv fett mit diesen 18 Zoll Felgen in schwarz. Also das ist halt schon nicht mehr optisch fetter Auftritt, sondern das ist halt schon performancemäßig, ne? Das muss man ganz klar sagen. Lufteinlass, habe ich ja fast schon vergessen. Unter die Haube gucken wir gleich auch noch, keine Sorge. Lufteinlass ist natürlich auch größer beim Demon als jetzt hier beim RT. Weil natürlich dieser Riesenmotor einfach mehr Luft braucht. Ne? Deswegen machen wir die Haube auf. Dann zeige ich euch mal eben beide Motoren von innen. Oder von innen, aber ne? Unter der Haube. Motoren. Wir haben den roten Challenger gerade noch eben schnell gewaschen fürs Video. Was ich nicht bedacht habe, dass natürlich der ganze Motorraum dann nass ist. Aber das macht nichts. Hier sehen wir halt 5,7 Liter V8, der klassische Hemi-Motor. Und
Wenn wir dann rüberschwenken, merkt euch diesen Anblick. Und wir gehen jetzt zum Demon. Das sieht halt völlig anders aus. Ne? Ist halt supercharged. Und ich finde halt immer geil, dieses kleine Detail hier. Diesen kleinen Dämon, der da drauf ist. Wir haben halt einen riesen Luftfilter, einen offenen Luftfilter. Ganz anderer Ansaugtrakt. Und ganz anderer optischer Motor. Also das ist schon Unterschied. Ich bin natürlich mit beiden gefahren, ein kurzes Stück nur, weil der Demon ist ein Kundenauto, damit kann ich jetzt natürlich nicht hier voll auf der Piste gehen. Das Stück, was ich damit gefahren bin, hat mir aber Angst gemacht, weil das einfach eine ultra heftige Waffe ist. Der normale Challenger RT geht auch schon gut ab, überhaupt keine Frage, da sind wir wieder an dem Thema, wo die Messlatte überhaupt angelegt wird. Und das ist heftig, warte, ich mach nochmal die Tür zu. Zeige ich euch das Ganze nochmal von hinten, wie das von hinten aussieht. Auch da sieht man nochmal diese unfassbar breite Karosse im Gegensatz zu dem normalen Hemi, der halt Serie hat. Bei dem normalen Hemi machen wir halt auch mal Spurplatten drauf, damit einfach das Rad bündig im Radkasten steht. Sieht einfach cooler aus und dann sieht er satter aus und fetter aus. Ja, ich würde sagen, Soundcheck fehlt noch, ne? Soundcheck müssen wir einmal machen, zeige ich euch. Sound ist heftig, ne? Sound ist krass. Das war's eigentlich schon. Ich wollte euch die beiden Modelle nur mal vorstellen, weil wir auch im Moment zum Verkauf, oder wahrscheinlich, wenn das Video online geht, wage ich zu behaupten, dass der letzte Challenger bei uns auch verkauft ist. Deswegen wollte ich euch aber trotzdem zeigen, wie die Dinger sich unterscheiden und weil es einfach eine geile Kombination ist. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich habe es jetzt öfter gesagt, wir haben im Moment heftige, viele krasse Autos bei uns. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann folgt uns gerne und lasst mir ein Like und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!